Bicho, du bist mit einer der dienstältesten Spieler bei der TSG. Seit Sommer 2014 trägst du das Hoffenheimer Trikot. Was für eine Verbindung ist das zwischen dir, dem Verein und auch den Fans? Ja, ist natürlich nach so einer langen Zeit eine extrem enge Verbindung. Ich meine, wenn man das Fußballgeschäft anschaut, dann ist es auch nicht üblich, dass ein Spieler so lange beim Verein ist, wie es jetzt bei mir der Fall ist. Und es ist auf jeden Fall eine besondere Bindung. Und da muss ich natürlich auch die Fans nochmal hervorheben, was ich hier für einen Support einfach auch von den Fans genieße. Speziell auch jetzt in den letzten Monaten und Wochen ist schon außergewöhnlich. Und dafür bin ich auf jeden Fall dankbar. Du hast es gerade schon angesprochen, die letzten Monate waren für dich nicht einfach. Eine schwere Knieverletzung hat dich lange und weit zurückgeworfen. Wie geht's dir im Moment? Wie bist du aufgestellt? Ja, war durchaus eine lange Zeit auf jeden Fall. Ich habe aber wirklich sehr hart gekämpft, um wieder auf dem Platz zu stehen. Und habe meinen Weg auch gefunden, das zu schaffen, weil es wirklich nicht immer einfach war. Nichtsdestotrotz ist das nicht alles und ich bin auch erst zufrieden, wenn ich mein höchstes Niveau erreicht habe. Und ich habe die Hoffnung nie aufgegeben und selber an mich auch immer geglaubt. Deine letzte Vertragsverlängerung bei der TSG ging bis 2022. Jetzt habt ihr, also du gemeinsam mit Alexander Rosen und der Geschäftsführung, sehr lange, sehr intensive Gespräche geführt. Nimm uns mal ein bisschen mit. Wie lief das? Wir haben durchaus sehr viele und intensive Gespräche geführt. Die Kommunikation mit Alex Rosen und mit der Geschäftsführung war immer offen und ehrlich. Ich meine, wir wissen, was wir aneinander haben. Und das ist so das Wichtigste, der Respekt gegenüber, dass der nie verloren geht, dass man sich über all die Jahre einfach das Ganze auch Revue passieren lässt und auch das Gesamtpaket betrachtet. Und deswegen muss ich sagen, dass wir sehr viele intensive Gespräche hatten. Ja. Die zu welchem Ergebnis gekommen sind? Also es ist so, dass ich meinen Vertrag hier in Hoffenheim um ein Jahr verlängern werde. Ich freue mich riesig und habe riesen Lust, weiter Geschichte mit dem Verein zu schreiben. Es ist für mich was ganz Besonderes auf jeden Fall hier in Hoffenheim. Das weiß jeder, ist kein Geheimnis. Und deswegen werde ich ein weiteres Jahr auf jeden Fall noch alles für die Fans, für den Club geben, die mir alle wirklich am Herzen liegen. Vielen, vielen Dank und herzlichen Glückwunsch. Danke.